Der englische Hauptankläger Shawcross, der nur am 4. Dezember die Eröffnungsanklage verlesen hat, hält ein 10-stündiges Plädoyer. Und nun wird von Ihnen verlangt zu glauben, dass diese 21 Minister und führenden Staatsbeamten von diesen Vorgängen nichts gewusst hätten, nicht verantwortlich gewesen seien. Es liegt an Ihnen, die Entscheidung zu fällen. Einige mögen schuldiger sein als andere. Einige spielten eine tätigere und unmittelbarere Rolle als andere in diesen furchtbaren Verbrechen. Aber wenn es sich um Verbrechen handelt wie die, mit denen Sie hier zu tun haben, Sklaverei, Massenmord und Weltkrieg, wenn die Folgen der Verbrechen der Tod von über 20 Millionen unserer Mitmenschen sind, die Verwüstung eines Erdteils, die Ausbreitung unsagbarer Tragödien und Leiden über eine ganze Welt, was für ein Milderungsgrund ist es, dass einige in geringerem Maß beteiligt sind, dass einige Haupttäter und einige nur Mittäter sind? Was macht es aus, ob einige ihr Leben nur tausendmal verwirkt haben, während andere millionenfach den Tod verdienen? Dieser Prozess muss zu einem Markstein in der Geschichte der Zivilisation werden, indem er nicht nur für diese schuldigen Menschen die Vergeltung bringt und nicht nur betont, dass Recht schließlich über das Böse triumphiert, sondern auch, dass der einfache Mann auf dieser Welt, und ich mache hier keinen Unterschied zwischen Freund und Feind, nunmehr fest entschlossen ist, das Individuum höher zu stellen als den Staat. Der Staat und das Gesetz sind für die Menschen gemacht. Wenn die Zeit kommt, da Sie Ihre Entscheidung zu fällen haben, so werden Sie sich an die Geschichte von Graebe erinnern, aber nicht mit Rachegefühlen, sondern in dem festen Entschluss, dass diese Dinge nie wieder vorkommen dürfen. Der Vater, erinnern Sie sich, zeigte mit dem Finger den Himmel und schien dem Jungen etwas zu sagen. Zwei weitere Auszüge aus dem Plädoyer. Die Ermordung von 50 englischen Fliegern aus dem Kriegsgefangenenlager Sagan und der Bericht eines Deutschen über die Endlösung der Juden. Der russische Hauptankläger Rudenko gratuliert dem englischen Hauptankläger. Es war kurz nach der Herausgabe des Kugelerlasses, als 80 britische Offiziere der Royal Air Force den Versuch machten, aus Stalag Luft 3 in Sagan zu entweichen. Die in diesem Vorfall unmittelbar beteiligten Angeklagten haben nicht abgeleugnet, dass die Erschießung von 50 dieser Offiziere vorsätzlicher Mord und das Ergebnis einer an höchster Stelle getroffenen Entscheidung war. Es unterliegt keinem Zweifel, dass Göring, Keitel und wahrscheinlich Ribbentrop an dieser Entscheidung teilgenommen haben und dass Jodl und Kaltenbrunner und, wenn er nicht sogar daran teilgenommen hat, Ribbentrop zur damaligen Zeit Kenntnis davon hatten. Sinn der Aktion sei die Liquidierung dieser Juden. Dokument 3319-PS. Jahre hindurch, Tag für Tag, gab es Frauen, die ihre Kinder in ihren Armen hielten und gen Himmel zeigten, während sie darauf warteten, ihren Platz in den blutgetränkten Massengräbern einzunehmen. 12 Millionen Männer, Frauen und Kinder sind auf diese Weise gestorben. Kalten Blut ist hingemordet. Weitere Millionen über Millionen betrauern heute ihre Väter und Mütter, ihre Männer, Frauen und Kinder. Welchen Anspruch auf Gnade hat ein Mensch, der auch nur mittelbar an einem derartigen Verbrechen teilgenommen hat? Lassen wir nochmals Graebe über Dubno sprechen. Die von den Lastwagen abgestiegenen Menschen, Männer, Frauen und Kinder jeden Alters, mussten sich auf Aufforderung eines SS-Mannes, der in der Hand einer Reit- oder Hundepeitsche hielt, ausziehen und ihre Kleidung nach Schuhen, Ober- und Unterkleidung getrennt an bestimmte Stellen ablegen.
Ich sah einen Schuhhaufen von schätzungsweise 800 bis 1000 Paar Schuhen, große Stapel mit Wäsche und Kleidern. Ohne Geschrei oder Weinen zogen sich diese Menschen aus, standen in Familiengruppen beisammen, küssten und verabschiedeten sich und warteten auf den Wink eines anderen SS-Mannes, der an der Grube stand und ebenfalls eine Peitsche in der Hand hatte. Ich habe während einer Viertelstunde, als ich bei den Gruben stand, keine Klagen oder Bitten um Schonung gehört. Ich beobachtete eine Familie von etwa 8 Personen, einen Mann und eine Frau, beide von ungefähr 50 Jahren, mit deren Kindern, so ungefähr 1, 8 und 10-jährig, sowie 2 erwachsene Töchter von 20 bis 24 Jahren. Eine alte Frau mit schneeweißem Haar hielt das einjährige Kind auf dem Arm und sang ihm etwas vor und kitzelte es. Das Kind quietschte vor Vergnügen. Das Ehepaar schaute mit Tränen in den Augen zu. Der Vater hielt an der Hand einen Jungen von etwa 10 Jahren, sprach leise auf ihn ein. Der Junge kämpfte mit den Tränen. Der Vater zeigte mit dem Finger zum Himmel, streichelte ihn über den Kopf und schien ihm etwas zu erklären. Da rief schon der SS-Mann an der Grube seinem Kameraden etwas zu. Dieser teilte ungefähr 20 Personen ab und wies sie an, hinter den Erdhügel zu gehen. Die Familie, von der ich sprach, war dabei. Ich entsinne mich noch genau, wie ein Mädchen, schwarzhaarig und schlank, als sie nah an mir vorbeiging, mit der Hand an sich herunterzeigte und sagte, 23 Jahre. Ich ging um den Erdhügel herum und stand vor dem riesigen Grab. Dicht aneinander gepresst lagen die Menschen so aufeinander, dass nur die Köpfe zu sehen waren. Von fast allen Köpfen rann Blut über die Schultern. Ein Teil der Erschossenen bewegte sich noch. Einige hoben ihre Arme und drehten den Kopf, um zu zeigen, dass sie noch lebten. Ich wunderte mich, dass ich nicht fortgewiesen wurde, aber ich sah, wie auch 2 oder 3 Postbeamte in Uniform in der Nähe standen. Schon kam die nächste Gruppe heran, stieg in die Grube herab, reihte sich ein an die vorherigen Opfer und wurde erschossen. Als ich um den Erdhügel zurückging, bemerkte ich wieder einen soeben angekommenen Transport von Menschen. Diesmal waren Kranke und Gebrechliche dabei. Eine alte, sehr magere Frau mit fürchterlich dünnen Beinen wurde von einigen anderen schon nackten Menschen ausgezogen, während 2 Personen sie stützten. Die Frau war anscheinend gelähmt. Die nackten Menschen trugen die Frau um den Erdhügel herum. Ich entfernte mich mit. Noch klarer wird es, dass keine Männer auf dieser Anklagebank die zur Unterstützung der Nazi-Kriegsmaschine und der Politik des Völkermordens begangenen Schreckenstaten unbekannt geblieben sind, wenn man das Beweismaterial über ein anderes großes Verbrechen berücksichtigt, von dem man in diesem Verfahren wenig gehört hat, welches aber genauso deutlich wie jedes andere die Verworfenheit dieser Männer und ihres Regimes kennzeichnet, die Ermordung von ungefähr 275.000 Menschen durch den sogenannten Gnadentod. Der über 70-jährige französische Hauptankläger hält nur ein sehr kurzes Plädoyer und bittet seinen Stellvertreter, das französische Plädoyer fortzusetzen. Herr Präsident, meine Herren Richter, bevor ich mit der Schlussansprache der französischen Anklagebehörde beginne, möchte ich dem Gerichtshof die Bewunderung und den Dank meines Landes zum Ausdruck bringen. Die Bedeutung dieses Prozesses liegt vor allem in seiner historischen Wahrheit. Dank ihm wird der Historiker der Zukunft wie der Chronist der Gegenwart die Wahrheit über die politischen, diplomatischen und militärischen Ereignisse der tragischsten Epoche unserer Geschichte erfahren. Er wird sowohl die Verbrechen des Nazismus wie das Zaudern, die Schwächen und das Zurückweichen der friedliebenden Demokratie kennenlernen. A failli s'écrouler devant le retour d'une nouvelle forme de l'antique barbarie, plus sauvage d'être plus scientifique.
So sind die Tatsachen, die von der französischen Delegation dargelegt worden sind. Ihre Erwähnung war notwendig, um unseren Beitrag zu diesem Prozess aufzuzeigen. Wir wollen aber unser Werk von dem Ganzen, wie es aus den Vorträgen der drei anderen Delegationen und den Verhandlungen hervorgeht, nicht abbringen. Indem wir uns auf dieses Ganze stützen, wollen wir unser Anklagevorbringen fortsetzen und die persönliche Verantwortlichkeit der Angeklagten untersuchen. Generalleutnant Rudenko fordert für alle Angeklagten die Todesstrafe. Herr Vorsitzender, meine Herren Richter, wir ziehen die Bilanz der Gerichtsverhandlungen gegen die deutschen Hauptkriegsverbrecher. Im Laufe von 9 Monaten wurden alle Einzelheiten des Falles, alle dem Gerichtshof von den Anklagebehörden und der Verteidigung vorgelegten Beweismittel, der sorgfältigsten und genauesten Prüfung unterzogen. Keine einzige der Handlungen, die den Angeklagten vorgeworfen werden, blieb ungeprüft. Kein bedeutungsvoller Umstand wurde bei der Untersuchung des vorliegenden Falles ausgelassen. Zum ersten Mal in der Geschichte werden Verbrecher für ihre gegen die Menschlichkeit begangenen Verbrechen vor einem internationalen Kriminalgericht zur Verantwortung gezogen. Zum ersten Male richten die Völker diejenigen, welche weite Strecken der Erdoberfläche reichlich mit Blut begossen, Millionen unschuldiger Menschen vernichtet, Kulturschätze zerstört, diejenigen, welche systematisch Mordfolterungen, Vertilgung von greisen Frauen und Kindern veranlasst haben, welche einen unsinnigen Anspruch auf Weltherrschaft hegten und die Welt in den Abgrund eines nie gesehenen Elends warfen. Ermordung von Kriegsgefangenen, Vernichtung von Zivilisten, Plünderungen von besetzten Gebieten und anderen Kriegsverbrechen stellen einen Teil des Programms dar. Der russische Filmregisseur Roman Karmen hat die zwei Hauptankläger Rudenko und Jackson gebeten, ihr Plädoyer für die Kameras im leeren Gerichtssaal noch einmal vorzulesen. Die Schauspieler agieren die beiden herausragenden Ankläger in ihren Rollen. Reproached by the humiliation of those they have led, almost as bitterly as by the desolation of those they have attacked. Dr. Wolfram Sievers hat sich freiwillig für die Verteidigung zur Verfügung gestellt. Der Reichsgeschäftsführer von Ahnenerben wird aber nicht von den Verteidigern geladen, sondern von der Anklage, die ihm Mitwirkung an der Ermordung von 150 KZ-Häftlingen für das Anatomische Institut der Universität Straßburg in Auschwitz vorwirft. Nichts verschweigen und nichts hinzusetzen werde? Da. Hörten Sie je von der Skelettsammlung des Professors Hirt? Skeleton Collection. Es handelt sich hier um eine Angelegenheit der Anatomie der Universität Straßburg. Nach dem danach herbeigeführten Tode des Juden, dessen Kopf nicht verletzt werden darf, trennt er den Kopf vom Rumpf und sendet ihn in eine Konservierungsflüssigkeit gebettet in eigens zu diesem Zweck geschaffenen und gut verschließbaren Blechbehältern zum Bestimmungsort.